Leute, hier ist eure Skyadressa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Rechain of Memories. Im letzten Part haben wir den 100-Morgen-Wald verlassen und sind Riku begegnet. Und Riku war ziemlich unfreundlich uns gegenüber. Er hat uns angegriffen, er hatte auch wieder den Dark Mode und er hat auch gemeint, Sora sei an allem schuld, was mit Namine passiert ist und Namine will ihn überhaupt nicht sehen und so weiter. Er war auf jeden Fall extrem unfreundlich und Donald und Goofy haben uns dann hinterher ein wenig aufgeheitert und jetzt gleich möchten wir aufbrechen in die neue Welt. Ich habe ja bereits gesagt, aufgrund dessen, dass einige Parts Schrott gegangen sind wegen meinem Headset, dass ich jetzt gleich Atlantica anfangen werde. Dann werden wir im Part alle Räume von Atlantica freischalten, also so, dass wir gleich die Story im nächsten Part machen können. Und dann reaktiviere ich meinen alten Save, den ich noch habe, der ist genau an diesem Punkt fertig. Also, der steht genau an diesem Punkt. Den werde ich dann reaktivieren, den werde ich dann auch benutzen. Von da an weiter, bis zum Ende des Spiels. Und ich darf es mal so sagen, ich bin jetzt Level 9 und ich bin jetzt Level 28. In dem Safe bin ich bereits, und das obwohl ich nur die Räume durch habe, Level 34. Also dementsprechend bin ich auch vernünftig gelevelt, habe ein gutes Deck, habe ein paar Kombos mehr und habe auch ein bisschen besser zusammengestellt, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch eine höhere Deckkapazität, alles. Dementsprechend freue ich mich schon, meinen alten Safe wieder zu reaktivieren. Gut, Goofy, was sagst du denn dazu? Schön, dass der fröhliche Sora und die fröhliche Scarlet wieder zurück sind. Ich freue mich auch schon, wenn du den Safe wieder reaktivierst. Lass aber nicht die Pferdchen mit dir durchgehen. Ne, Scarlet? Das gleiche geht im Übrigen auch für dich, Sora. Danke für den Hinweis, Donald. Im Übrigen, ich muss mich noch einmal herzlich bei dir bedanken. Du warst nützlich im letzten Part. Du warst so nützlich, das gibt's überhaupt nicht, weil du hast Riku besiegt. Du hast Riku besiegt. Danke. Na gut. Und damit brechen wir auf in die nächste Welt. Und ja, ich freue mich sehr darüber, dass Donald nützlich war. Und damit starten wir nach Atlantica. Mal sehen, was uns dieses Mal in Atlantica erwartet. Ich freue mich schon darauf, mit Fisch Sora durch die Gegend zu schwimmen. Oder? Wow, wir sind dieses Mal Mensch. Haha, keine blöde Schwimmsteuerung. Yes. So. Hier sieht's ja aus wie auf dem Meeresgrund. Stimmt, aber wieso können wir atmen? Vielleicht hat uns ja jemand mit einem Zauber belegt. Ist echt wie Luft zu atmen. Ist aber keine Luft. Seht ihr, jemand schwimmt auf uns zu. Ja, und zwar Ariel mit dem Dreizack in der Hand. Ach, warum hast du denn den Dreizack? Wieso versteckst du ihn denn hinter dem Rücken? Falls jemand fragt, ich war nie hier. Was? Ich kann euch das jetzt nicht erklären, aber bitte verratet niemandem etwas. Hey, was ist denn das für ein Dingster, das du da hast? Ach, Goofy ist der Einzige, der das neben mir bemerkt hat. Ach, das ist gar nichts. Nicht vergessen, ich war nie hier. Wenn sie sich noch erinnern würden, dann würden sie wissen, dass es der Dreizack ihres Vaters ist. Tja, sieht so aus, als sei sie in Eile. Sie hat was verborgen. Was könnte das wohl gewesen sein? Ja, vielleicht dieser fette Dreizack hinter ihrem Rücken, Donald. Egal, wir erhalten jetzt den Schlüssel des Anfangs. Und damit herzlich willkommen unter dem Meer. In Atlantica. Meiner Hasswelt hier in Recom mag ich sie sogar halbwegs, weil man ist kein Meermann, sondern man ist ein Mensch und bewegt sich einfach nur durch die Gegend. Und es ist definitiv besser als KH2 Atlantica. Für diejenigen, die das kennen. KH2 Atlantica ist so scheiße.
Und ja, die Atlantica-exklusiven Herzlosen sind auch wieder da. Oh, schade, hier kommt nur Luft raus und überall sind Herzlose. Herzlose, 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 Herzlose. Dann nehmen wir mal am besten den ersten Raum raus. Und wie wir das schon von mir kennen, der erste Raum, den ich mir mache, ist ein Speicherpunkt. Ist sowieso alles mit dem nächsten Part unwirksam, weil ich ja dann meinen alten Safe wieder habe. Yes, oh, wie ich mich darauf freue. Aber sicher ist sicher. Falls was passiert, dann möchte ich diesen Safe als Backup haben. Ich muss dann halt nur leveln und mir Karten in Mogri-Räumen beschaffen. Apropos Mogri-Räume. Mogri-Punkte. Oh, das ist schade. In meinem anderen Safe war ich fast blank. Na gut, wo müssen wir denn jetzt lang? Wir müssen nach da, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Das heißt also, wir gehen jetzt nach hier. Dann, wir nehmen einfach mal irgendwas. Bodenlose Dunkelheit sollten wir jetzt nicht nehmen, nein. Ja, nehmen wir mal die Stunde des Magiers. Im Übrigen, in meinem anderen Safe. Ja, ich schwärme jetzt von meinem anderen Safe. Da kann ich keine Raumkarten mehr tragen, weil ich so viele habe. Das ist krass. Das ist toll. Er hat ganz viele Raumkarten. Nur für sich. Oh oh. Oh oh. Yeah. Danke für die HP-Kugeln. So. Welche Tür ist das? Das ist die Bonustür, oder? Nein, das ist sogar tatsächlich die Tür, die wir suchen. Gut, dann nehme ich mal hier die gleich 5 Karte und habe damit alles ausgeglichen. Jetzt müssten wir halt... Oh, gib mir die Stoppkarte. Stopp wird sowieso noch sehr wichtig in meinem späteren Deck. Egal, ob wir die Karte jetzt behalten oder nicht. Oh. Mist, Herzlose. Na gut. Ja, was mache ich denn da? Bin ich denn doof? Ich wollte anvisieren. Ich verwechsel die Tasten immer so gerne. Und ja, ihr habt es richtig gesehen. Ich hatte sie auch schon im letzten Part drin. Ich habe eine Premium-Karte im Deck zurzeit. Einfach, weil ich mehr Karten im Deck braucht. So. Gut. Das bringt zwar eigentlich nichts, Sora noch zu leveln, aber ich besiege gerne die Herzlosen. Ich will nicht abhauen. So. Ach, ich mache eine Goofy-Trombe. Ich wollte erst einen Furienstoß machen, aber warum, wenn ich doch die richtig geile Trombe machen kann? Auch wenn sie dieses Mal leider nicht ganz so effektiv war wie geplant. So. Oh ja, Eisgar haut rein. So, jetzt einmal Donald. Ach, verdammt. Toll, gegen Blitz ist er natürlich unempfindlich. Dass Donald Blitz auf ihn eingesetzt hat, war schlecht. Ich hatte eigentlich auf Feuera gehofft. Na gut. Aber wir haben das auch so geregelt. Damit erhalten wir die dösende Dunkelheit. So, wo ist als nächstes eine... Oh, verdammt, falsche Taste. Wo ist denn als nächstes eine Tür? Dort? Und da? Hm, dann sehen wir uns erstmal da oben um. So, dann nehme ich jetzt gleich mal die dösende Dunkelheit 3, die wir gerade bekommen haben. Um den nächsten Raum zu generieren. Es geht ja nur darum, einen sicheren Pfad zu allen Türen zu schaffen. Der ist sowieso ganz anders im nächsten Part, von daher. Gut, Aero. So, wo müssen wir jetzt nächstes lang? Ich will Select drücken und drücke immer Start. Also entweder dort oder da. Aber ich schätze mal, nach da müssen wir. Da brauchen wir eine Viererkarte.
Nein, eine gnadenlose Dunkelheit sollten wir besser nicht nehmen bei unserem Level. Mal sehen. Stunde des Magiers haben wir sehr oft. Ach, was soll's. Ich nehme mal einen friedlichen Schatz. Und dann am Ende ärgere ich mich, wenn ich eine richtig geile Kombination bekomme. Wetten? Wetten? Das könnte ich mir glatt vorstellen. So. Und was erhalten wir? Maritimkarten. Sogar zwei Stück. Ach nee, und Königsanhänger. Schade. Ich dachte, es wäre beides Maritimkarten. So, was kriegen wir hier? Nein! Oh, eine Kombi mit Simba. Das ist gemein. Na, was soll's. Die lernen wir auch noch wann anders. Man findet ja immer random was in den Truhen. Also da kann man auch eine Karte bekommen oder sonst was. Das unterscheidet sich sehr, sehr stark. Und wieso haue ich nicht drauf? Wieso springe ich drauf, wenn er deutlich anzeigt, dass ich drauf hauen soll? Na egal. Und oh, was für eine Masse an Mokri-Punkten. Das ist krass. Und oh, eine 30er. 30 alle Farben. Oder ich nehme den Zufallsjoker. Das will ich aber nicht. Hier irgendwo was doppelt. Erstmal doppelte Karten loswerden. Da habe ich beim Mogri-Raum definitiv mindestens eine. Ja, gut. Dann kann ich ja nochmal den weißen und den schwarzen Raum loswerden. Achso, den schwarzen Raum habe ich gar nicht. Aber die allmächtige Dunkelheit habe ich. So, eine 6 brauche ich noch. Ja, dann opfer ich mal den Premium-Raum. Den brauche ich eh nicht. So häufig, weil ich generell nicht so viele Premium-Karten benutze. Gut, damit haben wir jetzt schon, zwei Räume freigeschaltet. Ich schätze mal, der letzte, den wir brauchen, der sollte sich hier befinden. Oder, wenn wir da lang gehen, dort. Wir nehmen am besten als allererstes die Abzweigung, die am nächsten bei einem Raum ist. Und ja, ich weiß, dieser Part wird wahrscheinlich verdammt kurz werden, allein nur aufgrund dessen, dass ich jetzt nur die Räume freischalte. Aber das muss ja auch gemacht werden. Alles mit System. Ob was ich mir alles für Karten mit diesen Mogri-Punkten kaufen könnte. Ich wollte nur gucken, ob das jetzt schon die Abzweigung ist. Ja, ist es. Gut, dann brauchen wir jetzt noch eine 4. Ich nehme meine Mogri-Raum, auch wenn ich sie nicht brauche. Und auch wenn ich die Karten daraus nicht brauche. Ich brauche nur einen Raum. Eine 4 zu nehmen ist eine 4. Eine 4 ist eine 4, die kann man immer gebrauchen. So, und... Na, bislang kriegen wir nur 2er Maritims, das ist in Ordnung. So. Noch mehr Mogri-Punkte. So, und was haben wir hier? Ah, nee, das ist die Bonustür. Stimmt, dazu kann ich auch noch was sagen. Jetzt, wo man Larxin besiegt hat, kann diese Karte mit der Tür zur Belohnung öfter kommen. Ich habe in meinem anderen Spielstand schon eine. Und ich werde dazu... Achso, kleiner Hinweis. Für diejenigen, die tatsächlich diese ganzen Türen mit dem Raum der Belohnung haben möchten... Es gibt einerseits exklusive Boni, wenn man sich die Szenen von Kingdom Hearts Days schon angesehen hat, hier in 1.5. Andererseits kann man immer nur einen Schlüssel bei sich tragen. Also ich werde zwar alle Räume machen, aber es wird ein bisschen dauern und es wird ein ziemlicher Schnitterpart, weil ich werde dann immer einen Raum zeigen, immer einen Schlüssel nachfarmen müssen und dann den nächsten zeigen. Also, oh, ups. Das wird sich dann also ein bisschen hinziehen bei dem einen Part. Und das werde ich auch erst machen, wenn ich dann im letzten Stockwerk, also kurz vor dem Endboss bin. Weil dann habe ich Zugang zu allen Räumen auf einmal und ich würde das gerne in einen Part packen. Und das finde ich dann auch ziemlich passend, sozusagen. Oh, ups. Na gut, Potion. Back off. Ah, verflixt, verdrückt.
So. Aber bislang läuft es ganz gut. Ach, verdammt, ich verkack den Scheiß auch in letzter Zeit immer. So. Aber gleich haben wir den Kampf sowieso erledigt. Dementsprechend mache ich mir also keine Sorgen. Zumindest keine Pause. So, Donald, ich hoffe, du weißt was. Natürlich. Okay, gut. Donald hat den Gegner erledigt. Das war gut. Und oh, eine bodenlose Dunkelheit. Das ist cool. Gut, ah! Jetzt nicht im Ernst. Jetzt bin ich in noch einen Herzlosen reingerannt. Ja, der Part wird doch wieder länger. Yay. Obwohl, soll ich nicht doch abhauen? Lohnt sich ja eh nicht. Ja, ich hau ab. Gut. Ich weiß, normalerweise soll man nicht fliehen, aber ich tue es jetzt einfach mal. Okay, wo muss ich jetzt lang? Muss runter. Ist das noch unten? Nee. Doch. Das verwirrt mich jetzt gerade so ein bisschen. Nee, ich bin falsch gegangen. Falscher Eingang. So, dann schleichen wir uns mal hier den Herzlosen vorbei. Oh Gott, komme ich überhaupt irgendwie vorbei? Ja. Nee, ich komme nicht vorbei. Ich muss die besiegen. Shit. Scheibe. Ich will aber nicht. So, dieses Mal scheine ich es tatsächlich geschafft zu haben. Achso, im Übrigen, falls ihr euch wundert, falls ihr irgendwie so ein Murmeln im Hintergrund hört, das ist mein Vater. Der telefoniert gerade. Ich höre es zumindest. Falls ihr es nicht hört, ja, dann merkt ihr, dass ich es höre. So, jetzt bin ich pisst. Goofy Schmetterschlag. So. Gut. Das haben wir schon mal erledigt. Dann erstmal weg, weg. Oh, und heilen sollten wir mal. Gut, zwei Gegner mit einem Eisgar erledigt. Und du kriegst noch mein Schwert weg. Gut. Das haben wir sehr schön gemacht. Und wir erhalten einen Roulette-Raum. Schade, ich habe aber eigentlich ein paar gute Roulette-Raumkarten am anderen Safe. Also ist das in Ordnung. So, wo mussten wir jetzt nochmal hin? Oh nein! Ach Gott, blöden Herzlosen. Ja, ah! Verdammt! So, sofort Select drücken. Okay, noch einen runter. Beim Speicherraum. Okay, schnell weg. Weil ich finde, es lohnt sich nicht wirklich zu den Gegner rauszufordern und zu leveln, wenn... Ja, wenn es halt 90... Na gut, wir brauchen eine 2. Ich nehme mal Raum der Begegnung. Ja, das ist eine ganz gute Idee, den Raum der Begegnung zu nehmen. Hier
Hier sollte dann endlich die letzte Tür sein. Da unten. Und zwar hier. Und was brauchen wir? Wir brauchen eine Karte gleich 6. Dann nehmen wir die bodenlose Dunkelheit. Und damit haben wir alle Räume freigeschaltet, die es freizuschalten gibt für Atlantica. Klasse, dann gehe ich jetzt gleich zum Safe zurück. Und dann werde ich den Part beenden. Und im nächsten Part werden wir uns dann aufmachen. Zur Story von Atlantica. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen, obwohl ich ein bisschen viel über meinen anderen Safe gelabert habe. Das liegt aber auch daran, ich habe mir da sehr viel Mühe reingesteckt, Sora tatsächlich so weit hoch zu leveln und das Deck so schön aufzubauen und so weiter. Und in diesem Sinne, verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und nächster Part ist Story. Vielleicht auch gleich Bosskampf, weiß ich noch nicht. Kommt darauf an, wie lange wir tatsächlich für die Story brauchen, wie lange wir für die Textpassagen brauchen. PS3, hör auf zu kräkeln. Und ich denke mal, das wird sehr spaßig im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bye, bye.